Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Breaking Point. Und in der letzten Folge haben wir den USA Grand Prix gespielt. Mal sehen, wie es in dieser Folge weitergeht. Let's go. Oh, das Saisonfinale. Dann wird das hier wohl die letzte Folge sein. Grand Prix von Abu Dhabi, einen Monat später. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Das letzte Rennen der Saison. Nach einer phänomenalen Leistung von Aston Martin in der zweiten Hälfte der Saison ist Devin Butlers Team Alfa Romeo für sie in greifbare Nähe gerückt. Brian. Kaspar, Cass, Cassie Boy. Cassie Boy? Großer Tag heute. Gewaltiger Tag. Ja. Das letzte Rennen deiner Karriere. Wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Ich schätze... Also ich bin total aufgeregt, das kannst du mir glauben. Wie ein Kind an Heiligabend. Weil ich zurücktrete? Du wirst heute großartig fahren, das habe ich im Gefühl. Das wird phänomenal. Denk einfach dran, was ich dir beigebracht habe. Und was genau war das? Du Witzbold! Du wirst mir fehlen, Kaspar. Lass uns deine Karriere mit einem großen Knall beenden. Ja, aber nicht wortwörtlich. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Zeig's ihnen, Kaspar. Bye. Okay, Brian war irgendwie ein bisschen seltsam jetzt, aber egal. Oh, noch wer ruft an? Zoe? Ist es wieder Lilly? Hallo? Hey, Kaspar. Okay, wie geht's dir? Zoe. Gut, nur ein bisschen. Traurig? Ja, vielleicht. Wie geht's Lilly? Gut, wir gönnen uns gerade ein frühes Mittagessen. Willst du mit Papi reden? Warum fährst du keine Rennen mehr, Papi? Naja, dein Papi geht in den Ruhestand. Kann ich auch in den Ruhestand? Dafür musst du erst arbeiten, Lilly. Hey, wer ist dein Lieblingsrennfahrer? Ich mag Aiden. Mami gesagt, du sollst das sagen? Kann ich nochmal mit ihr sprechen? Aiden Jackson. Tschüss, Papi. Nein, warte. Einen Moment noch, Lilly. Hallo? Aiden Jackson. Okay. Ach, wenn man vom Teufel spricht. Aiden. Hey, Kasper. Wie läuft's? Ganz gut. Alles klar bei dir? Ja, ich wollte nur alles Gute wünschen und mich bedanken. Du weißt schon, für alles. Bei mir musst du dich für gar nichts bedanken. Ja, und ich wollte mich entschuldigen. Ich glaube, wir haben uns so langsam genug entschuldigt. Ja, du hast recht. Also dann, das letzte Rennen einer unglaublichen Karriere. Ist mir eine Ehre, dabei zu sein. Danke, Aiden. Wir sehen uns unten. Ja, bis dann. Okay, cool. Also wenn wir wirklich den vierten in der Konstrukteursmeisterschaft holen, kriegen wir von Jeff Pizza spendiert. Aber wenn das mal keine Motivation ist, dann weiß ich auch nicht. Kaspar Ackermann weiß, dass sein Team beide Fahrer von Alfa Romeo schlagen muss und kämpft sich durch das Feld nach vorne, um Devin Butler und den vierten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft zu erreichen. Heute erwartet uns wieder ein spannendes Rennen mit starken Teilnehmern, die kampfbereit am Start stehen. Schnallen Sie sich an für einen weiteren Grand Prix der Formel 1. Der Yas Marina Circuit ist 5,4 Kilometer lang und wartet mit 21 Kurven und zwei sehr langen Geraden auf. Die DRS-Zonen vor den Kurven 8 und 11 bieten gute Überholmöglichkeiten. Die Strecke verfügt aber auch über einige tückische Kurven. Insbesondere Turn 15, 16 und 17 haben es in sich. Da werden die Bremsen oft auf harte Proben gestellt. Aston Martin könnte Alfa Romeo heute einholen, aber das wird ein hartes Stück Arbeit. Bist du immer noch überrascht, dass sie so gut abschneiden, Stefan? Ehrlich gesagt, ja. Man muss nur daran denken, wie sie letzte Saison abgeschnitten haben. Oder an die Reibereien in Kanada. All diese Feindseligkeiten auf und abseits der Strecke. Die zwei sind einfach nicht miteinander ausgekommen. Ich hatte sie schon abgeschrieben. Ja, sie haben uns wirklich überrascht, diese zwei von Aston Martin. Aber es kann auch gut sein, dass sie beide nächste Saison nicht mehr in diesem Team sind. Stimmt. Für Ackermann ist das heute das letzte Rennen. Ich werde ihn auf jeden Fall vermissen und es heißt auch, dass Jackson mit Mercedes verhandelt. Also ja, wer weiß. Im Hinblick auf die freie Stelle nächste Saison hält sich Mercedes immer noch ziemlich bedeckt. Angeblich wurde noch keine Entscheidung getroffen. Man will erst abwarten, wie die Saison ausgeht. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus.
Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Perez, Pierre Gasly und Fernando Alonso. Leclerc, Butler, Norris und Carlos Sainz. Tsunoda, Ackermann, Aiden Jackson und Giovinazzi, Mazepin, Ocon. Okay, wir starten vor Giovinazzi, das ist schon mal gut. Latifi und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wir sehen heute viele Überholmanöver von Ackermann und hier noch ein spektakuläres. Warum will der denn bloß aus der Formel 1 zurücktreten? Und was passiert hier? Sieht aus, als wäre Giovinazzi aus dem Rennen. Wir wissen nicht genau, woran es lag, aber das könnte eine sehr gute Gelegenheit für Aston Martin werden. Denn Devon Butler muss nun ganz alleine gegen die Konkurrenz ankämpfen. Und er scheint einen schlechten Tag zu haben. Hier und da schleichen sich viele ein und seine Bremsen blockieren. Es ist noch alles offen. Okay. Giovinazzi ist also raus. Du bist jetzt schnellere Runden als Butler, Kasper. Gute Arbeit, das gibt uns eine Chance. Verstanden. Zeit zum Angreifen. Wir stehen alle hinter dir. Alles klar. Überhole Butler vor Runde 9. Okay. 10 Sekunden. Der Abstand zum Auto vor dir. Die Strecke hier haben wir natürlich schon mal gefahren mit der Formel 2, ganz am Anfang im Prolog. Aber mit Formel 1 Autos ist das natürlich nochmal ein anderes Level an Downforce. Das fährt sich natürlich ganz anders. Ja, zwar ein bisschen abseits der Strecke jetzt, aber... Die Rennleitung hat es durchgehen lassen. Okay, interessanterweise steht bei Boxenstoppfenster nichts. Das heißt, das Spiel sieht wohl nicht vor, dass wir einen Boxenstopp machen. Was interessant ist, weil wir uns erst in Runde 6 befinden. Du bist 4 Plätze hinter... So... Windschatten hier mit auf Lando. Außenseite. Ja, aber da konnte Lando wieder innen reingehen. Hier kann ich halt nicht überholen. Hier kann ich aber innen reingehen. Und hier jetzt außen vorbei. Sehr nice. Der liegt im Moment 3 Plätze vor dir. Nicht mehr lange. Jetzt habe ich nämlich auch Sainz. Und Ocon direkt mit. Jetzt haben wir 4,5 Sekunden auf Butler. Das Problem ist, das werden wir nicht mehr schaffen. Oh shit, die kommen zurück. Devon ist direkt vor dir. Ja, Devon ist direkt vor mir, das ist schön. Das Problem ist, ja, da habe ich jetzt extrem viel Zeit verloren. Das kann ich auch direkt neu starten. Vor Runde 9 musste ich den kriegen. Ich bin jetzt schon in Runde 8. Keine Chance. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu sparsam mit ERS. Tokyo Drift. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,4 Sekunden. Ja, war nicht ganz sauber, aber ich muss irgendwie Butler kriegen. Wir sind hier definitiv jetzt früher auf die Gruppe Norris, Ocon und Sainz aufgeschlossen. Huch.
können wir an dem Korb vorbeigehen. Ja, schön. Schön, jetzt hier innen auf Seins. Da hat er keine Chance. Steppen ist direkt vor dir. Das hat uns ein bisschen Zeit auf Butler gekostet, aber wir mussten halt vorbei an Seins. Da kam man natürlich nicht drum rum. Okay, ich bin im DRS-Fenster. Ja, 0,3 Sekunden waren's, die gefehlt haben. Schön. Okay, du bist in den Top. Okay, Norris sind wir auch schon vorbei. Damit kriegst du auf P9. Jetzt auch Ancon. Devon ist jetzt auf P6, sechster Platz. Sainz kriegen wir hier jetzt auch. Okay, jetzt haben wir 2,5 Runden um 3,4 Sekunden gut zu machen. Sollte machbar sein. Nicht. Aston Martin hat hier die Chance, sich überraschend gegen Alfa Romeo durchzusetzen, denn Ackermann liegt vor Butler und Jackson ist auch nicht allzu weit davon entfernt. Und weiter geht's. Butler schließt zu Ackermann auf und versucht, den Platz zurückzuerobern. Was wird er machen? Butler bremst spät auf der Innenbahn und es gibt Kontakt. Extrem aggressive Aktion von Devon Butler. Beide Autos drehen sich von der Strecke. Butler knallt in die Mauer und das Rennen dürfte für ihn gelaufen sein. Ja, viel zu aggressiv und er hat zu spät gebremst. Ich glaube, die Rennleitung wird sich das nach dem Rennen nochmal ansehen. Aber der Wagen von Aston Martin bewegt sich noch. Offenbar will der Holländer weitermachen. Was denkst du, Stefan? Schön zu sehen, dass er nicht aufgibt, aber er hat viel Schaden genommen. Allerdings gibt's auch noch Punkte zu holen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das wird er sich auch denken. Aber schafft es Ackermanns Aston Martin ins Ziel? Alles okay, Kasper? Meinen Daten zufolge ist der Wagen stark beschädigt. Alles okay. Ich fahr weiter. Butler ist aus dem Rennen. Ja, Butler ist raus. Wir haben eine Chance. Jackson holt schnell auf, Kasper. Okay. Du musst dir den Dritten holen, Aiden. Verstanden. Dritter. Was ist mit Kasper? Wir lassen Aiden vorbei? Ja, lass Aiden durch. Tu, was du kannst, Kasper. Wie geht's dem Auto? Alles okay. Kannst du Aiden was ausrichten? Okay, jetzt gehen wir wieder zu Aiden. Du musst an Kasper vorbei, Aiden. Verstanden. Er sagt, sieh zu, dass du aufs Treppchen kommst. Und damit hätte das Team den Vierten? Vielleicht, wenn Kaspers Auto bis ins Ziel kommt. Dann sehe ich mal zu, dass ich aufs Treppchen komme. Nicht sehr elegant, aber hat funktioniert. Wir müssen jetzt halt noch irgendwie sechs Sekunden auf Bottas aufholen. Okay, da ist Perez, den haben wir jetzt gleich. Da kann ich nicht überholen. Aber hier kann ich überholen. Außenseite. Na, reicht nicht. Aber jetzt hier mit DRS und ERS können wir easy an Bottas vorbei. Er geht auf die Innenseite verteidigen. Aber das wird ihm nichts bringen.
Damit sind wir auf dem Podium. Dritter Platz. Starke Leistung, Mann. Gute Arbeit. Das war genial. Und sie haben es geschafft. Was für eine Saison für Aston Martin. Noch vor ein oder zwei Rennen hätte ich niemals damit gerechnet. Aber sie haben am Ende den vierten Platz in der Konstrukteurs-WM geholt. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, werden sie natürlich den jungen Aiden Jackson nur sehr, sehr ungern gehen lassen. Was für ein Talent ist das. Und für Kasper Ackermann, der nach dem bösen Zusammenstoß mit Butler wieder ins Rennen gefunden hat, war es ein tolles Ende einer sagenhaften Karriere. Was für ein Rennen hier in Abu Dhabi. Danke, Mann. Danke. Hey. Kasper, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hast du den Unfall gesehen? Nein, was ist passiert? Sieh's dir lieber selbst an. Geht's Butler gut? Besser als seinem Ego. Ich wollte dir jedenfalls nur gratulieren und mich von allen verabschieden. Es war mir eine Ehre. Wir sehen uns später, dann feiern wir. Bleib doch noch. Nein, nein, nein. Ach komm, was sollen die schon machen? Dich bestrafen? Das ist nicht nur mein Sieg, Kasper, sondern unserer. Wahnsinnsrennen. Ja, Wahnsinnsrennen. Für einen Moment haben wir uns richtig Sorgen gemacht. O'Brien, habe ich dich jemals enttäuscht? Soll ich das wirklich beantworten? Lieber nicht. Hey, war mir ein Vergnügen. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Du hattest eine starke Karriere. Kasper! Ich glaube, dein Typ wird verlangt. Kasper! Kasper! Und jetzt raus mit dir, Mann! Du hast es dir verdient! Ja, sehr nice. Das war dann also der Story-Modus, Breaking Point. Ich bezweifle so ein bisschen, dass da einfach so ein Fahrer, der nicht auf dem Podium ist, einfach mit aufs Podium kommen könnte, aber gut. Also der Story-Mode, muss ich sagen, hatte so seine Höhen und Tiefen. Ich werde da jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil ich habe vor, auf jeden Fall ein Review zu dem Story Mode zu machen. Und da werde ich dann darauf eingehen, wie ich die Sachen, wie ich den Story Mode so fand. Gab Sachen, die fand ich gut, es gab auch Sachen, die fand ich nicht gut. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen will, die Cutscenes fand ich richtig geil. Die sahen sehr gut aus. Also da muss ich wirklich, kann ich wirklich nichts Schlechtes zu sagen. Gut, ich muss sagen, bei den Szenen, wo man dann tatsächlich Autos auf der Strecke gesehen hat in den Cutscenes, das sah nicht so realistisch aus, wie die beschleunigt haben und so. Aber das ist jetzt wirklich dann ein bisschen kleinkariert. So im Großen und Ganzen, die Cutscenes sahen großartig aus. Die Story fand ich in einigen Punkten nicht so gut. Aber wie gesagt, da gehe ich dann in meinem Review nochmal genauer drauf ein. Ich hoffe allerdings auf jeden Fall, dass sie nochmal einen Story-Mode machen. Wahrscheinlich nicht direkt nächstes Jahr, weil sie haben für die Entwicklung von Breaking Point irgendwie 2 oder 3 Jahre gebraucht. Also von daher kann man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr schon direkt wieder einen Story-Modus sehen werden. Aber ich hoffe, es wird nochmal einer kommen. Mich hätte es jetzt nur noch
Mich hätte es jetzt allerdings noch interessiert, ob Aiden Jackson jetzt den Sitz bei Mercedes bekommen hat. Vielleicht sehen wir es ja noch, vielleicht gibt es noch eine Post-Credit-Szene oder so. Aber das hätte mich jetzt noch interessiert. Aber vielleicht lassen sie das noch so ein bisschen offen, falls es eine Fortsetzung gibt, dass man da dann vielleicht anknüpfen kann. Wäre natürlich auch eine Option, ne? Okay, wir sind zurück ins Hauptmenü gekommen, aber hier steht noch Epilog. Mit dem Ergebnis des Grand Prix von Abu Dhabi haben Jackson und Ackermann es geschafft, Aston Martin den 4. Platz in der Konstrukteursmeisterschaft von 2021 einzuholen. Während das Adrenalin noch durch seine Adern gepumpt wird, nimmt Jackson sich abseits der Feierlichkeiten einen Moment Zeit, um in der Privatsphäre seines Fahrerzimmers seine Gedanken zu ordnen und einen weiteren Weg zurückzudenken, der zu diesem Moment geführt hat. Okay, die Kollision wird untersucht. Butler könnte dafür noch irgendwie Probleme bekommen. Das finde ich gut. Oh, wir haben eine Mail von Toto Wolff. Aiden, Toto hier. Wir haben uns mit deiner Agentin unterhalten und sie meinte, dass du dich gern mit uns treffen würdest. Wir versuchen für nächste Woche einen Termin zu machen. Ich wollte mich nur direkt melden und dir zu der hervorragenden Leistung in Abu Dhabi gratulieren. So ein Rennen habe ich lange nicht gesehen. Okay, das sieht doch gut aus. Und stimmt, wir kriegen Pizza. Ganz vergessen, Jeff gibt Pizza aus. Okay, sonst gibt's da aber nichts weiter, alles klar. Aber wir haben eine Mail von Toto Wolff. Also es sieht gut aus, dass wir da 2022 vielleicht für Mercedes fahren. Vielleicht fahren wir dann ja für Mercedes, wenn es irgendwann eine Fortsetzung dazu gibt, in einem der nächsten F1-Spiele. Oder ansonsten sehen wir uns sicher auch irgendwann anders einfach bei F1 mal wieder. Oder natürlich nächste Woche mit irgendeinem anderen Projekt hier auf dem Kanal. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Bis dann.